Hallöchen, meine Schönen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, das Colorful World. So, meine Lieben, heute, wie ihr bereits im Thumbnail gesehen habt, geht es wieder um ein Schminki-Schminki. Und zwar, heute testen wir sozusagen die Kaleidos-Palette. Ich sag mal, ich höre auf zu schnacken, wir schauen uns jetzt mal die ganze Geschichte an. Genau. So, heute dachte ich mir, heute werden wir mal ein ganz, ganz kleines, einfaches Schminki machen. Wir testen einfach jetzt mal, ja, die Palette. Schon mal ein paar Farben. Den Haul dazu habe ich euch ja schon gezeigt. Und was die ganze Geschichte ist. So, ne? Ich sag mal, wir fangen an. Ich höre auf zu schnacken, weil ich heute gar nicht so ein langes Video machen wollte. Ja, wie gesagt, Kaleidos kommt aus Shanghai, China. Ja, immer noch ja. Wie gesagt, das Video werde ich euch oben nochmal einblenden, wo ich genaueres oder mehr gesagt habe dazu. Wir testen jetzt einfach mal die Produkte. Wir werden die Palette testen, den Highlighter, den neuen aktuellen, einen Lippenstift und jetzt weiß ich auch genau, wofür das ist. Ne? So, wir fangen an. Ich bin gespannt, wie die Pigmentierung so ist von den Farben. Jetzt überlege ich. Ich überlege. Ich glaube, ich fange erstmal mit dem kleinen Pinsel an. Wir werden uns heute in die Richtung bewegen. In die grüne Richtung. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein Schminki von machen, von den Farben. Ja. So, ich werde mal in dieser Farbe gehen. Den Namen werde ich euch einblenden. Ja, die Palette lege ich mal hin. Ich glaube, ich nehme doch einen anderen Pinsel. Was dauert mir das so lang? Können wir ruhig großflächig auftragen. Boah, ich bin heute so müde, ich werde gar nicht fit. Ich werde gar nicht fit heute. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist das Wetter draußen. Das Wetter ist trüb, ist am Regnen und stürmt. Den ganzen Tag schon. So. Also Kaleidos wird meistens von im amerikanischen Raum von den YouTubern benutzt oder gehypt, gezeigt, sozusagen. Im deutschsprachigen Raum wird das nicht so gezeigt. Ganz, ganz selten, dass wir auf YouTube ein Video dazu sehen. Es gibt zwei, drei Stück, ne? Aber sonst eher weniger. Also, Kickback haben wir keinen im Fenchel. Nix. Gar nix. So, ich denke mal, es ist ganz gut so. Ich habe ja jetzt einen ganz, ganz leichten. Also ein weicher Pinsel habe ich genommen, ganz weichen, fluffigen Pinsel. Ich denke mal, wenn wir einen festeren Pinsel nehmen, kriegen wir auch mehr Farbe aufs Auge. Aber ich will das heute gar nicht so stark haben. So, jetzt gehe ich in Golden Age rein. Age, ich glaube, das heißt so. Hoffe ich auf jeden Fall. In diese Farbe werde ich jetzt mal reingehen. So.
Also lässt sich ruckizucki verarbeiten, ne? Mehr will ich schon gar nicht. Das ist schön. Wie gesagt, den Haul dazu und die Preise und so habe ich euch eingeblendet im anderen Video, was ich schon abgedreht habe für euch. Doch, schön. Muss ich sagen. Ich bin ja nicht so in der Farbrichtung ist ja so nicht meins, ne? Das gefällt mir. So, jetzt werde ich von dieser Farbe direkt unterm Wimpernkranz schon mal mitmachen. Ja, schön. Ja, warum nicht? So. Jetzt gehe ich in diesen dunklen Ton rein, weil wir ein bisschen tiefer haben müssen. Oh, schön, ja. Zerschmelzen so schön miteinander. Wirklich toll. Ja. Zieh das noch ein bisschen weiter runter, lass das ein bisschen weiter auslaufen. Sonst sieht das so abgehackt aus. Das reicht mir. Finde ich vollkommen okay. Ach, schön. Gut, in der Kamera kommt das immer ein bisschen anders rüber, als wie es wirklich ist, ne? Aber toll. Ja, so, jetzt machen wir noch ein bisschen Schimmer. Wir wählen wirklich nur dieses Gold heute. Wir machen heute nicht kunterbunt, wir bleiben in der Farbrichtung. Ich nehme erstmal diesen Farbton, diesen goldenen Ton. Erstmal versuche ich das mit dem Pinsel. Okay, mein Pinsel wird schlecht werden. Schlecht. Pinsel wird runterfallen. Ja, das fällt runter, ne? Aber trotzdem
ist die Farbe nicht schlecht, der Ton. Das reicht mir schon. Ich lass das so. Und andere Seite und dann machen wir gleich mal. Ja. Schön. Schön ist es. Wirklich schön. Doch. Wie gesagt, die Palette kostet so 32 Euro plus Steuern noch dabei, ne? Also, das ist schon ganz okay. Schön. Wirklich schön. Ja, schön. So, jetzt machen wir ein bisschen Fallout weg. Auch einen leichten Pinsel. David von Spiegel. Läuft. Lässt sich gut leicht wegmachen. Ja. Okay. Ja. Ein bisschen bleibt zurück, war nicht schlimm. So, jetzt machen wir eben Kajal. Kajal. Ich bin nicht wieder bei euch. So. Wimperntusche. Nehme ich die von Elof. Von Elof. Löff, ne? Löff. Schön ist es ja. Also die Farben sind schön. Also Leute, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Ja, schön. Und wir haben, ich habe jetzt nicht lange gebraucht und viel Produkt aufgenommen. Die Pigmentierung ist wirklich super. Kann ich euch nur empfehlen. Schön. Oh, der Glitzer ist jetzt, klar, der Glimmer ist jetzt ein bisschen runtergefallen, Schimmerton, ne? Ist ein bisschen auf der Haut. Aber okay, muss man mit rechnen, ist bei anderen Farben gibt es das genau das gleiche bei anderen Firmen. Ist ganz, ganz selten, dass wir das mal nicht haben. Aber die Farbe ist Bombe. Ich weiß nicht. Immer noch das Problem mit meinen Wimpern. So. Schön, 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 schön. So. Das haben wir jetzt mit der Palette. Also da wird auf jeden Fall nochmal Schminke mit folgen. Da werden wir auf jeden Fall diese Farben auch mal mit benutzen. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da müssen wir noch weiter testen. Schön. Das ist die von Kleiders Flower Punk Palette, ne? Flower Punk Palette. Und in diesem Bundle, was ich ja bestellt habe, in diesem Full Set, waren ja auch 8 Lippenstifte drin. Ich habe mich jetzt für diesen roten hier entschieden. Den nehmen wir jetzt gleich. Das überlege ich gerade. Also, nehmen jetzt erstmal den Highlighter. Den aktuellsten Highlighter von Kleiders ist der aktuelle. Der kostet so 32 Euro für gequetschte plus Steuern. Ja, ist ein stolzer Preis, ne? Ist ein stolzer Preis. Der schimmert so in 4 verschiedenen Richtungen. Ja, so, ich nehme mal mein Pinselchen. Schauen wir mal. Ich glaube, wenn man das dezent versucht aufzutragen, ist das ganz okay. Ist rosé, ne? Ob wir jetzt rosa einen Blush haben, der schimmert, oder im Teil der Highlighter, der hat rosa, gold, ein bisschen grünstichig ist, der kommt drauf an, wie der Lichteinfall ist von diesem Highlighter, ne? Aber ich finde den gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, der wird ja so gehypt. Der wird gehypt. Ich
finde den nicht schlecht, der sieht so feucht aus, ne? So wie Wasser. So, ob die Haut feucht ist. Finde ich, ja. Schlecht finde ich jetzt nicht. Schön. Das gefällt mir, ja. Doch, den will ich auch tagsüber tragen. Doch. Ist nicht schlecht. Gut, auf der Nase würde ich den mir jetzt nicht packen. Aber für eine Seite, ja. So. Machen wir oben noch ein bisschen Highlighter hin. Unter der Augenbraue. Augenbraue, ja. Nee, machen wir heute nicht. Wir machen jetzt mit Lippen. Fangen wir an. So. Ich habe mich für den rotstichigen Farbton entschieden. So. So, jetzt sieht halt hier alles noch so ein bisschen unschön aus, ne? So matt. Aber jetzt weiß ich, wofür das ist. Das gibt jetzt einen mega Glanz auf den Lippen und der kühlt auch ein bisschen. Dieser hier kühlt so ein bisschen, wird ein bisschen eisig auf den Lippen. Ich muss das nämlich nochmal gestern testen, wo ich das Unboxing gemacht hatte. So, nehmen wir ganz wenig. Wir brauchen nämlich gar nicht so viel. Riechen tut es nach gar nichts, ne? So, wunderschön. Also, jetzt weiß man, wofür das sein soll. Den gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Den könnt ihr auch einzeln kaufen. Oder eben bei dem, ihr könnt auch nur dieses Lippenset kaufen mit diesem. Hier, geht mal auf der Internetseite. Die Internetseite habe ich euch unten in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Genau. So. Ja. Ich bin begeistert. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Palette. Ja, schön. Schön. Auch die Lippenstifte sind gut. Ja. Also die entwickeln sich wirklich mit diesen in diesem Lippenmaß. Heißt ja Lippenmaß. Hier sind ganz kleine Schimmerpartikel mit drin. Wirklich toll. Ja, es fängt halt auch an zu kühlen, an so ein bisschen, ne, zu kribbeln. So, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. So einen kleinen Einblick von der Palette. Ja, also, ich bin begeistert. Wir werden auf jeden Fall die Palette nochmal sehen. Wir werden auch nochmal auf jeden Fall ein Schminki machen. Obwohl das ja nicht so meine Farben sind. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Die Pigmentierung ist gut. Der Packaging ist gut. Preis ist auch noch okay. Ja, wie gesagt, ihr braucht nicht nochmal Einfuhrgebühr bezahlen. Das wickelt ihr alles direkt beim Kauf ab. Und wie gesagt, war okay. Wie gesagt, den Haul habe ich euch eingeblendet. Da könnt ihr auch nochmal die einzelnen Preise von den Produkten sehen, was die kosten und was ich an Steuern bezahlt habe. In Shanghai, China sozusagen. Ja. So, meine Lieben. Ich würde mir natürlich wünschen, Däumchen nach oben und viele Kommentare. Lasst mir gerne einen Kommentar da, genau. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Würde mich riesig drüber freuen. So, meine Lieben. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Schiskowski, bye, adios. Tschüss, ciao. Bye.